Fein, haben wir es bei uns. Grüß Gott, meine lieben Zuschauer. Ich freue mich, dass ich wieder eine Sendung zusammenstehen habe dürfen. Diesmal machen wir eine Kapellenwanderung, eine musikalische. Fachlehrer Franz Haber wird dazu Bericht erstatten. Und ich werde aus meinen Büchern auch was Passendes dazu finden. Und so fangen wir an. Thank you.
bin der Franz Haberl. Ich bin Obmann vom Vorgemeinderat und soll die Kapellenwanderung ein bisschen führen. Unsere Wanderung beginnt bei uns in Berndorf und wir sind als erstes bei unserer Pfarrkirche und bei der Annenkapelle. Die Pfarrkirche ist ein gotischer Hallenbau, ist um 1450 gebaut worden und ist dreischiffig und ist der Mutter Gottes geweiht, Maria Himmelfahrt. Unser größter Schatz ist die Statue über dem Hochaltar. Das ist eine schöne, wunderschön geschnitzte Statue von der Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Und jetzt gehen wir in die Annenkapelle, oder wie sie nun heißt, kleine Kirche. Thank you.
Eine Wanderung, die sich wirklich lohnt, ist bei uns die Wanderung zur Linde am Thurn. Diese Linde ist ein mächtiger Baum, der am höchsten Punkt vor der Berndorfer Gemeinde steht, in 687 Meter Seehöhe. Und von da aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Kobernasserwald und in die Bergeine. Und weil ganz in der Nähe von diesem gewaltigen Baum die Hauptquelle von der Ortswasserleitung ist, wollen wir jetzt das Lied am Brunnen vor dem Tore singen. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein linder Baum. Ich träumt in seinen Schatten so manchen süßen Traum. Ich schmied in seinen Berndorf. Der wunderschöne Hansberg mit seinem Kaiserbaum hat im Norden einen Fleck von dämmigem Traum. Ein Bett von Hügel als wie ein kleines Kind, das im Radwirn liegt und heuert noch geschwind. Der Großtourismus hat die nicht entdeckt, weil die hat der Herrgott zwischen die Hügel versteckt. Bei dir ist noch ruhig, keine Hektik, kein Lärm. Ja, da mag ich leben, da spür ich eine Wärme. Und du, Mutter Gottes, bist Patronin der Gemeinde. Stehst bei uns auf dem Kirchturm. Lass uns nie allein. Thank you.
Da stehen wir jetzt vor der Kaiser Franz Josef Gedächtniskapelle in der Gemeinde Obertrom. Diese Kapelle ist errichtet worden zur Erinnerung vom 50-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef. Gleich dahinter ist die gewaltige große Buche, der sogenannte Kaiserbaum, gestanden, der zu Ehren von Kaiser Josef II. Gepflanzt worden ist, der im Jahr 1779 da heroben sein neu erworbenes Innviertel angeschaut hat. Leider ist im Jahr 2004 diese mächtige, das Wahrzeichen von ganzen Flachgau, durch einen Sturm umgerissen und entwurzelt worden. Aber inzwischen wächst schon wieder eine neue kleine Buche heran zu einer wahrscheinlich hoffentlich auch großen Buche. Da sind wir jetzt bei der Friedenskapelle bei Dürnberg in der Gemeinde Seeham. Die Kameradschaft hat im Jahr 2005
diese Kapelle baut, als Dank für 60 Jahre Frieden und Freiheit. Sie ist der Mystiker und Einsiedler Nikolaus von der Flüe geweiht. Und von da aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Trummerseen und in die Berge eine. Salzburgerland ist über Grenzen bekannt. Die Hauptstadt so wunderschön. Ja, du musst weit gehen. Es gibt gemütliche Leute, die die Musik freut, die die Heimat achten und die schön truchten. Auf dem Herrgott vertrauen, nur auf ihrem Baum. Und Mut nicht verlieren, nur drin haben im Hirn. Mein vielgeliebtes Salzburgerland, dein Schönheit ist weit über Grenzen bekannt. Zu einer der drei schönsten Städte der Welt ist dein Fisch die Stadt Salzburg erwählt. Zu einer der drei schönsten Städte der Welt ist dein Fisch die Stadt Salzburg erwählt. Aber nicht groß die Hauptstadt, uns Land ist schön, gibt da Fische leicht, noch brauchst nicht weit gehen. Die können schön singen und frisch musizieren, komm her, du's auch gleich probieren. Die können schön singen und frisch musizieren, komm her, du's auch gleich probieren. Was Salzburger heute Bräuche in Ehren, er feiert gern Feste, mag Tracht dazu gern. Jubiliert der Verein ist alles mit uns dabei, ja, da nimmt sie ja jeder dabei. Jubiliert der Verein ist alles mit uns dabei, ja, da nimmt sie ja jeder dabei. Thank you.
altern. Kommst du in die Jahre, nimm geduldig sie an. Kommen auch Falten, was liegt schon daran? Ein Kind sieht, ist das nicht ein Gedicht? Sonnenstrahlen in Omas Gesicht. Schwindet beim Mann auch der Haare Pracht, das macht ihn nur männlich, zieh das in Betracht. Im positiv Denken bleibt dein Herz jung, schaffst du auch nicht mehr so manch großen Sprung. Wenn ich mit Spannung, ich schau ganz lang.